Also man sieht eigentlich in den 50er Jahren schon eine Entwicklung, wie mit dem zunehmenden wirtschaftlichen Erfolg dann auch tatsächlich die Bedürfnisse der Menschen wachsen, aber eben auch befriedigt werden können. Und das ist ein Prozess, der nicht über Nacht sich vollzieht, sondern über die Jahre hinweg. Und dadurch, dass es eben in den 50er Jahren ökonomisch eigentlich kontinuierlich aufwärts ging, entstand daraus eben auch eine tiefe Zufriedenheit der Menschen. Sie konnten eben darauf vertrauen, dass es auch in den Folgejahren besser werden würde und haben dann eben auch hart gearbeitet dafür, dass es eben auch ihnen persönlich dann eben zunehmend besser ging. Und daraus erklärt sich eben auch dann der Erfolg der frühen Bundesrepublik, die Akzeptanz der Bundesrepublik, weil man das Gefühl hatte, dass diese Bundesrepublik tatsächlich für die Menschen etwas bietet.